Leute, ich bin wieder zurück. Guten Tag, ich muss mal hier ein bisschen hinsetzen. Ich war gerade quasi den Holy wegbringen. Wir sind im Finale. Tobi konnte sich durchsetzen im Matchup gegen Steelsong. Und jetzt trifft er nochmal auf das Ganze. Ein nächstes Mal auf Steelsong, nämlich auf Creepo, auf den guten Fabian, einen der Playing Ducks Spieler. Er hat gerade gegen den Organisator gezockt. Jetzt geht's gegen einen Spieler. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie der sich durchsetzen kann. Mit seinem Steelsong-Deck hat gegen seinen Teammate, gegen den guten Daniel aka Freakout, im Halbfinale gewonnen. Gegen Rot-Blau, eins der stärksten Decks aktuell. Generell Rot-Blau und Steelsong, die metabestimmenden Decks momentan. Ach, ich habe mir nochmal einen neuen Holy hier gemacht. Ach, Wunderbärchen. Und ja, Finale. Best of three. Meine Damen und Herren, wie ein zurückkehrender Fernsehmoderator sagen würde. Und ich sag mal so, da gehen wir rein, ne? So, sagen sie beide. Wer so sagt, hat viel vor. Und ich muss den Score hier nochmal anpassen. Das stimmt natürlich jetzt gerade nicht, was ihr hier seht. Das sind noch die Ergebnisse von vorhin. Da passen wir alles an. Also, Spiel ist noch nicht gestartet. Keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Wir passen hier unseren Counter nochmal an. Und es ist auch noch nichts gespielt worden. Also, die sind noch 4-9. Im maligen... Wir setzen alles auf 0 zurück. Behalte alle. Oh, ich behalte alle. Das ist was du nicht hören willst von deinem Gegner. Im Mulligan. Wenn du schon bei den ersten Karten so zufrieden bist. 3, 2, 1, bitte. 3, 2, 1, bitte. So, da wird aufeinander gestapelt. Okay, dann fangen wir an. So, auf geht's, Finale, liebe Leute. So, dann als erstes spiele ich mein Herz aus Stahl. Mhm. Herz aus Stahl. Und los geht's hier. Aber nur in die Tinte, Cinderella, und du bist... Okay. Also, Cinderella wird als erstes gespielt, Robin Hood. Dann auf der anderen Seite. Ein Biest. Mhm. Für zwei. Ja, Mosa. Das ist stark gegen Steelsong. Bare Necessities haben wir. Oh, guter Bait von Fabi. Guter Bait von Fabi eigentlich. Er ist fest davon ausgegangen, dass der wahrscheinlich... Ja, okay, weiß ich Bescheid. Fest davon ausgegangen, dass da... ein Song kommt, der gleich gesungen wird von Cindy. Gut, hätte er natürlich mit den Bare Necessities machen können, aber kein Storm Rage on, nix sonst auf der Hand gehabt. Robin für 1 questen. Mhm. Smee kommt. So, was kommt auf Turn 3? Sind wir Diablo oder die große Ursula eventuell? Er hat gesehen, es war kein Damage-Song auf der Hand zumindest. Und so, was kommt auf Turn 3 für Tobi? Shift! Shift, großer Robin direkt. Okay, das ist... stark. Nimm das Schwert. Und direkt grab your sword. Oha! Dann gehe ich questen. Und geht questen für 1. Das war natürlich stark jetzt. Nimmt die Cindy raus. 2 Schaden auf den Smee. Wenn der questen geht, ist der auch weg. Cinderella in die Tinte. Mhm. Für 3 eine Ariel. Jetzt kommt die Ariel. Da wird der Song jetzt gesucht. Was nimmt er sich auf die Hand? Wir haben es gesehen, Starthand von Fabi. Wenig Songs für ein Steelsong-Deck auf jeden Fall gehabt. Stahl auf die Hand. Okay, Raging Fire nimmt er. Jetzt ist die Frage, geht er mit Smee questen, nimmt sich die 2 Lore oder sagt er nee? Weil wenn er jetzt questen geht, ist Smee tot. Und du bist... beziehungsweise verbannt. Ja, er geht nicht. Er geht nicht questen. Sondern gibt ab.
Ja, und er will natürlich das Raging Fire singen. Und da ist jeder Charakter auf dem Board wichtig. Kannst du deinen Lore-Counter in die Kamera bitte packen, damit ich sehe, wie viel du hast? Ja. Ja. Ja, das sollte so passen. Ja. Ja. Okay, ja. Zwei. So, wie viel hat deine Ariel? 3, ne? Prepo blendet auch selber oben immer nochmal seinen Lore ein. Bei dem weiß ich Bescheid. So, dann erstmal eine Ursula. Mhm. Jetzt ist er ein bisschen nah dran mit der Kamera. Ah ja, okay. Ja, dann zu zeigen. Okay, nächste Ursula gespielt. Zeus wird von der Karte genommen, von der Hand genommen. So, jetzt dein Bild richtig groß macht. Ja, noch ein bisschen nah rangezoomt gerade. Ja, so ist besser. Dann spiele ich. Genau, die hat so rein. Ja, mit der kleinen Uschi hier schön die Songs geklaut schon. Zweimal kleine Ursula gegen Steel-Song. Natürlich. Der Raging. Raging Fire ist auch schon Quatsch. Hier, ja, Storm Rage on auf den Smee, den nimmt er damit raus. Ich werde Diablo tinten und für 1 Captain Hook spielen. Werde mit Ursula questen gehen. Also auf 3. Und dann bist du dran. Keine okay. Karten. Geht questen. Okay, Fabian zieht eine. Steht jetzt anfangs schon ordentlich unter Druck hier, das Steel-Song-Deck, muss man sagen. Herz aus Stahl geht in die Tinte. Hier spiele ich Navin mit Herz aus Stahl auf deinen Captain Hook. Okay, nimmt ihm den Hook raus. Der macht natürlich am meisten Damage. Und zieht keine Songs nach. Bisschen unlucky hier von Fabi. Was heißt keine Songs nach? Er hat natürlich 2 Songs schon gedroppt bekommen, muss man auch sagen. Aber die großen Songs fehlen einfach, die 5er-Songs. Ich für 4 Questen, dann bin ich auf 7. Und ja. Der Navin geht einmal in deine Ursula rein, kriegt einen Schaden. Eine Ursula wird rausgenommen, Diabolo wurde gespielt. Zieh ich eine Karte. Fabi wieder, man sieht auch, Fabi zack, 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 wie schnell das bei ihm schon wieder alles abläuft. Gemütlichkeit geht in die Tinte. Ariel singt Ein Traum wird wahr. Oh ja, All in Your World. Diablo nicht erschöpft, muss man sagen. Und jetzt langsam baut das Deck dann auf. Also, beide Spieler mit 7-9 Handkarten jetzt am Start. Und da bist du. Zieh ich eine Karte. So. So, 7-0 der Lore-Count. Aber so langsam hat Fabi da auch ein Board mit der Rapunzel, die er gerade auch noch rausgehauen hat. Diablo in die Tinte. Für 5. Was macht er? Müsste eigentlich die Ariel auf jeden Fall rausnehmen oder den Navin. Mit dem Robin. Aber Fabi hat gerade 7 Karten nachgezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein ordentlicher Song drin ist, ist relativ hoch. Und er hat schon 2 Ursulas ausgespielt. Also er hat ihm schon 2 Songs genommen. Gehe ich auf deinen Prinz. Ja, okay. Navin nimmt da raus. Kriegt er mit 2 Lo. Kriege 2, bin ich auf 9. Die Rapunzel kostet 5, ne? Tinte, ja. Oder? 4. 4, okay. Ja, und die Ariel kann für 4 oder für 5 singen? Für 5 singen. Okay. Mal die Nachfrage wieder. Ich. Die hat 3 Willenskraft, oder? Genau. Wir reden gerade über die Ariel noch. Die Nachfrage immer natürlich, weil man die Karte im Discord manchmal ein bisschen schlechter sehen kann. Das ist auch der Grund, warum ich euch das dann immer mal wieder einblende. 5 hab ich, okay. Dann werde ich... So, 5 Tinte sind da. Was kommt?
Ein Angriff hat er gestartet. Die anderen beiden können noch. Karte ausspielen. Hallo, kommt. Songblock. Haben wir eben schon gesehen, wie stark das gegen ein Steel Song Deck sein kann. Dann werde ich mit Diablo auf deine Ariel. Ja. Dann gehe ich mit Ursula Questen auf 10. Dann werde ich für 2 diese Ursula spielen. System. Nächste Ursula. Boah, 3-mal schon ausgespielt jetzt hier. Er nimmt ihm die Songs weg und blockt sie ihm. Was hast du da noch drauf? Prinz, Herz aus Stahl. Me, ja, er hat 2-mal Herz aus Stahl gehabt. Ja, weiß ich Bescheid. Ja. Und dann bist du dran und ich habe 4 Karten noch auf der Hand. So, singen darf ich nicht. Genau. Spielen, wie halt das anders. Achso, ich darf nachziehen wegen Diablo. Genau, durch Diablo darf er eine nachziehen. Robin Hood in die Tinte. So, was kommt jetzt? Ja. Für 2 Smee, für 2 Ursula Vanessa und nochmal 2 Ursula Vanessa. Boah! Für wie viel kann die sehen? 4. Für 4, okay. Rapunzel geht für 2 Questen und du bist. Damit okay. Die ersten 2 Lore geholt. Aber das Brett natürlich auch vollgelegt. Das sehe ich. Hat jetzt da erstmal einiges liegen, mit dem man was anfangen kann. Dann gehe ich mit Kata Carlo auf deine Rapunzel. Ja, 3 Schaden. 3 Schaden. Dann gehe ich. Dann mit dem Robin Hood nach, dann kriegt er die 2 Lore. Gut gemacht. Ich kriege 2 Lore, bin ich auf 12. Dann. Denn Robin kriegt die Lore nur, wenn er den gegnerischen Charakter auch rausnimmt, nicht nur durch den Angriff. Dann gehe ich erstmal. Quest nochmal für 3, bin ich auf 15. Dann 2, 3, macht Druck! 4. Er macht Druck auf jeden Fall hier. Dann tinte ich eine Ursula. Habe ich 6 Spiele für 5. Ein Biest. Noch ein Biest hinterher, darf dann mit der nächsten Runde ziehen, wenn. Ein Robin. Und dann bist du dran. Er keinen Schaden bekommt. Ich zieh mit. Für 2 spiele ich ein Piglet. Ja. Für 4 spiele ich einen Prinz Navin mit Herz aus Stahl auf dein Biest. Ja, okay. Nimm ihm das Biest direkt wieder raus. Die Ursula Vanessa singt. Er muss hier aufräumen. Piglet jetzt auch bei so vielen Landkarten? Hast du 3, 4? Bordkarten natürlich 4. Krass. 1, 2, 3, 4. Ursula Vanessa singt auf deinen Robin. Mhm. Ja. In Robin raus. Smee geht in eine deiner Ursulas. Boah! Jetzt wird aber richtig angegriffen hier. Jetzt gibt's richtig Randale. Ursula Vanessa geht. Ja, hat er immer noch den Diablo jetzt liegen, noch, ne? Einen Schaden auf Smee, ne, von der Ursula. Ja. Du hast ja gerade Ursula. Hat immer noch den Diablo, okay. den mit Evasive so nicht wegkriegt. Shift Robin hast gewonnen. Ja. So. Wenn er Robin shiften kann, ja. Das ziehe ich. So. Wenn er Robin shift. Nee, aua! So, dann. Eine Cinderella in die Tinte. Eine Cinderella. Und was kommt nach? Okay, er gibt auf. Fabian gibt auf. Am Anfang zu viel Songdrops. Er hat halt 3-mal die kleine Ursula gezogen. Mit dem er eh. Ja. Ja. Ich glaube, das ist explizit gegen Steel Song gebaut, ne? Oh, allgemein habe ich das so ein bisschen. Also.
Ich hab's ja gestern zum ersten Mal ausprobiert, aber ja, gegen Steesong ist es halt gut, ne? Gestern zum ersten Mal ausprobiert, okay, dafür spielt er es aber echt schon gut. Geht hier mit 1-0 in Führung auf jeden Fall schon mal. Der gute Tobi. Zweimal gegen Steelsong gespielt hier. Zweimal ganz gut. Und vor allem natürlich dreimal die kleine Ursula, ne? Das war richtig stark hier. Gegen das Deck von Fabi, mit dem er gerade gegen Steelsong-Deck ohne Songs ist natürlich schwierig, ne? Muss man sagen. Das wird richtig schwierig. 1-0 geht Tobi in Führung. Haben wir hier schon im Chat irgendwelche Predictions, wie das Ding ausgehen wird hier im Finale. Chat schwer ruhig geworden. Alle hochkonzentriert hier am Start. So, beide Spieler mischen gerade nochmal ihre Decks. Also ihr verpasst nichts. Alles gut. Wird nochmal auf beiden Seiten ordentlich durchgemischt. Vielleicht auch eine falsche Entscheidung gewesen am Anfang. Obwohl, ja, hinterher weiß man es immer besser, ne? Aber wenn du mit deiner Starthand zufrieden bist, erhalt sie, weil Fabian hat ja gerade keinen Mulligan gemacht hier. Dabei ist alles! Softkitty im Chat. Also, 1-0 auf jeden Fall für Tobi. Der mit Ursula und mit Pete die beiden Keykarten gegen Steelsong auf jeden Fall in dieser Meta gegen Song. So, beide Spieler sind ready. Dann kann man da auch gerne wieder ins Spiel gehen und gucken mal. Dann bei dir 2-1-3. 2-1-3. Ja, da wird wieder zusammengelegt. Okay, also. Weiter geht's in die nächste Runde. Ich positioniere mich mal neu. Ja, gerade noch einen Schluck hier aus der Kanne genommen. Und wir sehen, wie die Spieler ihre ersten 7 nehmen. Mal gucken, ob es diesmal einen Mulligan gibt für Prepo, aka Fabian. Oder ob er wieder sagt, ich behalte es. Nee, dieses Mal wird angepasst. Direkt 4. 4 neue für den Playing Ducks Spieler. Und auf der anderen Seite Tobi, der Mann mit der Winnie-Pooh-Matte. Na, da hat er gerade 2 rausgelegt und sie doch wieder auf die Hand genommen. Eine neue. Okay. Eine neue gönnt er sich. Da schauen wir mal, was dabei rumkommt. 3, 2, 1, das wird getauscht. Ja, auch auf der anderen Seite. 3, 2, 1, alle aufeinander. Okay. So, ein Match trennt Tobi vom Sieg. Davon der erste Sieger im Playing Ducks Home Masters 1. Okay. Einmal Tinte, einmal Robin Hood für Fabi. Und ich spiele ein Robin aus. Beide Spieler starten gleich mit dem 1er Robin. Okay, da kommt die Himmelsleuchte. Also schnelles. Dann kannst du hast schon einen Ramp. Weniger ausspielen. Richtig. Aber eine pro Runde nur, oder? Oder jeden Charakter? Einmal. Genau, also sparst dir eine Tinte pro Runde. Okay. Kann man aber auch stacken, ne? Wenn ich 2 habe, zahle ich dann 2 weniger. Ja, okay. Genau, so, da sehen wir so Nummer 1. Alle sagen immer Himmelsleucht, das ist die Himmelslaterne. Himmelsleuchten ist das aktuelle Set. Ist man so drauf geeicht schon. Bei spiele ich. Noch nicht questen gegangen mit dem Robin. Deutet darauf hin, dass er ihn gleich shiften möchte. Oh, Morph. Und 2 Shift-Targets. Okay. Auf der Seite jetzt. Und jetzt bin ich gespannt. Kommt der große Robin und Horn Your World? Um ihm den kompletten Gameplan kaputt zu machen. 5 Handkarten habe ich.
Jetzt die große Frage. Lege ich eine Himmelsleuchte. Okay. Jetzt lege ich einen Robin Hood in die Tinte. Ich aktiviere zwei Himmelsleuchten, aktiviere die dritte Tinte und spiele für eins Shift Robin Hood auf den Groß auf Klein. Und jetzt kommt das Whole New World. Ja. Oh, wenn jetzt das Whole New World kommt, wäre das so stark. Alle Karten aus der Hand verbraucht fast. Und. Geh questen. Okay, kein Whole New World auf der Hand anscheinend. Okay. Aber mit den beiden Himmelsleuchten hat er quasi jetzt schon 5 Tinte, muss man dazu sagen, ne? Er hat quasi jetzt schon 5 und ein 5er da liegen hier. So, sehen wir den Shift auf der anderen Seite jetzt. Wie sieht's aus für Tobi? Kommt da auch der große Robin? Oder ein Beast? Kann man ja auch für 3 shiften auf Morph. Cinderella in die Tinte, okay. Und? Kommt der große Robin oder nicht? 3. Ja. Ja. Der große Robin kommt, shift auf den kleinen. Den Morph lässt er liegen. Aber jetzt haben wir das Duell der Robins gerade. Aber Fabi hat damit gerechnet. Der spricht es auch direkt mit an. Ich krieg fast einen für 2. Aber die greifen sich nicht gegenseitig an, sondern gehen Questen für 2. Okay. So, Fabi dran. 3 Tinte zwar, aber die beiden Himmelsleuchten für 2. Ne, sorry. Der Robin Hood greift einmal deinen Robin Hood an. Okay, beide nehmen 3 Schaden. Dann aktiviere ich die Himmelsleuchten. Für 2 spiele ich einen Navin. Andersrum 2 ist auch dein Robin Hood. Ja, okay. Und 1 spiele ich noch einen Robin Hood. Und du bist. Okay. Hand leer. Für Fabi. War auch nichts mehr wirklich auf dem Board auf der anderen Seite. Navin hat er da rausgeknallt, direkt den Zeus hinterher gesungen. Gar keine, okay. Aber nix mehr auf der Hand. Muss topdecken jetzt. Also volles Commitment da rein. War aber auch falsch rum gespielt eigentlich, ne? Er hätte erst Zeus singen müssen, dann mit seinem Robin Hood angreifen, dann hätte er noch 2 Lore generiert. Für 3. Nein, ich bin nicht für 3, warte mal. War genau falsch rumgespielt. Denn dann hätte der Robin 5 Schaden kassiert, dann mit dem eigenen Angreifen, hätte ihn damit rausgenommen und hätte noch 2 Lore bekommen. Missplay von Fabi. Diablo hier rauf shift. Okay, Diablo shift. Dann werde ich Card Draw Engine auf Seiten von Tobi. 3. Tobi, Fabi. Ich komme mir vor wie eine Grundschule hier. Bitte Ursula. Tinten und für 2. Cinderella spielen, weil ich mir eine Karte ziehen darf, muss ich ja nicht, mache ich nicht, weil ich keine Handkarten habe. Ja. Er rechnet mit dem Whole New World auch. Ich wahrscheinlich. Diablo bin ich auf 3 und dann bist du dran. Okay. So, Top Deck. So. Eine Karte auf der Hand. Kann für 5 Questen gehen. Frage ist, was er gezogen hat. Mit allen Questen. Ja. Ja. Und du bist geht damit auf 7. Okay. Findet auch nichts. Dann zieh ich mir eine Karte. So, was kommt jetzt? 4 Tinte hat er, einen kann er noch in die Tinte ballern. Hat er 2 Karten auf der Hand, wenn er 2 Inkables hat.
Und dann ist immer die Frage, was da auf der Hand ist. Ist irgendwas zum Shiften da? Theoretisch könnte er die große Cindy jetzt shiften, wenn er 5 Tinte hat. Könnte den Beast shiften, könnte den Robin shiften. Oder für 4 eine Tinkerbell, einen Schaden auf alles. Und die kann auch direkt angreifen. Cinderella auf der Robin, den großen. Ziehe ich eine Karte. Dann ziehe ich mit. Ah, nee, geht der nicht. Ist ja nicht mein. Ja, ist nicht sein Zug, genau. Okay, dann gehe ich mit Diablo Questen. Da bin ich auf 4. Der Card Draw war aber jetzt wichtig auch für Fabi. Robin, dann gehe ich auf deinen kleinen. Ja, kann ihm beide rausnehmen. Komplettes Board clear, nur noch 2 Karten auf der Hand für Fabi. Gleich die dritte. Okay. Und ich werde meine Karte nicht inken und eine Handkarte habe ich und dann bist du dran. Zieh ich mit. So, 3 Handkarten, was kommt? Für 2 spiele ich Navin mit einem Sturmziel auf Diablo. Ja, okay, darf wieder eine nachziehen. Du darfst auch noch mitziehen. Ja. Und du bist. Okay, den Navin nochmal rausgehauen. Und wichtig war, den Diablo rauszunehmen. Tinkerbell kann jetzt den Navin nicht angreifen. Auch wenn er erst 3 getintet hat durch die beiden Laternen, ist er natürlich die ganze Zeit auf 5 Tinte quasi. Noch 2 auf der Hand. War bei den Diablo rauszukriegen, den Card Draw wegzukriegen. 2 Handkarten hast du, okay. So, wie antwortet Tobi jetzt? Ich spiele für 3. Noch ist hier alles offen. Oh! Karte, die man selten sieht, die aber immer mehr kommt. Diablo werde ich inken. Ich mag die Karte, muss ich sagen. Mit 2 spiele ich eine Cinderella. Zieh mir eine Karte. Der Smaragd Comic-Con. Neu aus diesem Set. Und jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere verbannt wird, darfst du einen gegnerischen zurück auf die Hand bouncen. Bei Navin natürlich ist immer die Frage, wenn du eine Karte mit Ausspieleffekt bounst, ist es immer schwierig, ne? Questen. Wieder auf 6. Eine Handkarte und du bist dran. Sehe ich. Was haben wir denn da? Heißt, wenn er ihm jetzt die Cinderella rausnimmt, könnte Tobi eine gegnerische Karte wieder zurück auf die Hand des Gegners bouncen. Ich spiele eine Holy World. Ja. Also singe ich mit. Oh, Double Holy World gezogen. Okay, Holy World. So, 7 neue Karten. Für beide Spieler. Und jetzt gucken wir, was da rumkommt. Wieso heißt der eigentlich auf Deutsch Ein Traum wird wahr? Das ist der neue Song, ne? Aladdin haben sie auch neu synchronisiert teilweise, weil früher hieß es doch auch In meiner Welt. Ich aktiviere alle 3 Himmelsleuchten. Mhm. So, was kommt? Ariel darf sich wieder einen neuen Song raussuchen. Kommt Steel Song jetzt ins Rennen? Fängt es jetzt an zu rollen? Das ist die große Frage. Das habe ich auch gerade gedacht, genau. Ja, aber ich glaube, Aladdin ist tatsächlich neu synchronisiert worden auch und da haben sie die Songs auch ein bisschen geändert. Okay, das nächste. Jetzt wird gewheelt hier. Für 2 spiele ich eine Ursula Vanessa und du bist. Mhm. Okay. Kann mit der Cinderella zumindest den Navin rausnehmen, wäre dann aber auch selber. So. Mit der Nase, weißt du, Entschuldigung, zumindest den Navin rausnehmen. Ich hab 5. Ah.
Geil finde ich übrigens als Idee, wenn irgendwann der Online-Client kommt, ne? Wenn irgendwann der Online-Client kommt, wo man das online zocken kann, dann, dass jedes Mal, wenn du einen Song ausspielst, auch zumindest der Refrain von dem Song kurz anläuft oder so. Finde ich irgendwie geil, wenn da wirklich gesungen wird und der Song läuft. So, jetzt müssen wir gucken. Wie agiert Tobi? Holt er sich den zweiten Win, macht das 2-0, macht den Deckel drauf. Oder schafft Fabi noch den Ausgleich? Momentan ist noch alles offen hier in dem Match. Robin in die Tinte. Wie viele Handkarten hast du? 1, 2, 3, 4, 5. 5, okay. Nörner könnte Navin rausnehmen, noch 2 Schaden auf irgendwen anders machen. Oder einfach selber questen gehen. Cinderella sag ich schon. Quatsch, Tinkerbell. Sorry. Tinkerbell, Cinderella dann macht nur 2 Schaden. Werde ich spielen. Jordi, dankeschön. Spiele ich ein Diablo. Jedes Mal einen Song von Disney abspielen, Twitch-Anwälte freuen sich. Ja, genau. Na ja, gut, wäre dann Ingame-Sound, ne? Ingame-Sound geht auch auf Twitch. Nur für die VODs wird es, glaube ich, schwierig. Spiel 3. So, Diablo kommt. Spiele ich jetzt aus Stahl auf deine Ariel. Okay, nimm die Ariel raus. Gut gespielt von ihm. Dann greife ich dich mit Naseweiß an. Sind beide kaputt. Dann kann deine Ursula auf deine Hand geschickt werden durch mein Chronikon. Hm. Auf die Hand geschickt werden? Ja. Gegnerturn. Ja, steht drin. Im Gegnerturn. Nein. Nein. Jedes Mal, wenn einer. Ja? Achso, okay. Okay, dann 2 da drauf. Im Zug deines Gegners, genau, ja. Okay. So. Da habe ich getintet, dann habe ich die beiden Dingen und dann bis du dran. Okay. Da weiß er Bescheid hier. Ich Fabi. Bestet mit ihr, okay. Dann packe ich eine Cinderella in die Tinte. Mhm. Damit geht er auf. Hardcast. Nehmt das Schwert. 5 Hardcast, Schwert und beide raus. So, jetzt kann er die Ursula. Ja. Okay, wenn du das möchtest, mache ich das gerne. Ja, ich glaube ihm, dass er das jetzt gerne macht. So, und dann aktiviere ich die 3 Himmelsleuchten. Wieder die Ariel gratis. Mhm. Darf sich jetzt noch einen Song raussuchen? Also der Bounce, weiß nicht, ob der so clever war mit der auf die Ursula. Und gebe damit dann dich ab. Ja, gib ihm jetzt nochmal eine Handkarte. Starker Zug. Starker Zug hier jetzt von Fabian. Ich 4, 5 hat sich wieder einen Song auf die Hand genommen gerade mit der Ariel natürlich. Ein Piece spielen. Mhm. Oder durfte sich einen Song auf die Hand nehmen, so rum. Dann kommt das in die Tinte. Werde für 2 Beast und wieder die kleine Cinderella. Die kleine Cindy, auch eine Karte, die ich lange nicht mehr gesehen habe, muss ich sagen. Heute das erste Mal jetzt wieder. Kam der Bus Zeus weg. Und dann bist du dran. Okay. 3 Handkarten. Gut. Robin in die Tinte. Ja. 3 Himmelsleuchten, 4 großes Handy. Oh! Große Cinderella und auf der anderen Seite haben wir kein wirkliches Removal, muss man sagen. Ja, Ursula Vanessa. Mhm. Du bist. Okay. Das wird schwierig zu. Wird sehr schwierig rauszunehmen hier. Ziehe ich 2 Karten. Steel Song fängt an zu rollen, Leute. Dann spiele ich für 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. Cindy gegen Cindy. Hier. Schild auf Schwert. Lass das und das anlegen.
Auf durch das Biest durfte er natürlich 2 ziehen. Ich sag gerade noch, er hat keinen Removal, so ein Quatsch. Er hat natürlich den Chromikon liegen. Ich kann ihm einfach wieder zurück auf die Hand schicken, sobald ein Charakter von ihm ausgenommen wird. Den Zeus auf deiner Cinderella singen. Mhm. Reichern. Ja, und dann kann er sie mit seiner angreifen. Dann werde ich. Dann ist sie raus. Wie viel Hand kann. Achso, 2? 2. Dann werde ich ein Biest tinten. Und dann gehe ich für 3 Questen auf 9. Okay, er hat sie nicht angegriffen. Okay. Ich ziehe. Ich hätte die gegnerische Sinn nicht rausgenommen, die eigene liegt doch dann noch. Inke. Aber okay. Die Ariel. Mhm. Er hat jetzt quasi 10 Tinte. Durch die Laternen. Weil die Laternen nur für Charaktere gelten, muss man sagen. Ein Traumbild war. Mhm. Whole New World wieder, 7 neue Handkarten. Noch keine Tinte verbraucht. Er hat den Song gesungen. Boah. Langes Match, spannendes Match. So, jetzt die 3 Himmelsleuchten. Himmelslaternen. Oh, wieder 3 ziehen. Oh, mit der Rapante. Starke Moves gerade hier von Fabi. Spiele für 3 einen Pete. Da wird nichts gesungen jetzt. Für 2 einen Smee und für 1 einen Boah. Cinderella. Oh, dieses Board! 6 und jetzt? Die Ursula Vanessa. Ja. Herzausstrahl auf deine Cinderella. 7 Schaden ist die weg. Richtig. Darf ich eine Karte auf deine Hand nehmen? Dann kommt bitte die Cinderella von dir auf deine Hand. Ja. Hm? Fair, weil sonst hätte die nämlich jetzt das Biest rausgenommen. Und dann bist du. Okay. Er hätte erst angreifen müssen. Er hätte mit der Cinderella erst das Biest angreifen müssen. Dann zieh ich mit 2 Karten. Und dann singen. Biest. 2. Fehler schon in dem Spiel von Fabi. So. Ansonsten aber auch sehr viel richtig gemacht, muss man sagen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich darf nicht singen. Richtig. Carlos ist gerade gespielt worden, darf nicht singen. Jetzt wird's schwierig. Dann. Nicht unmöglich, aber schwierig für Tobi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, nochmal durchzählen. Okay, die 9. Tinte. Dann spiele ich eine Nase weiß, ein Schaden auf alle. Alles ein Damage hier durch die Tinkerbell. Dann spiele ich, das waren jetzt 6. 1, 2, hat noch 3. 3, 6, dann habe ich noch 3. Und für die 3. Jetzt noch ein Carlo. Oh ja, Songblock! Songblock zum richtigen Zeitpunkt wieder. Starker Zeitpunkt. 4, 5, 6, 7, 4, 8. Ja, kann auf 16 hochgehen. Wird das alles gemacht? Jetzt die Frage, gehst du questen oder nicht? Ja. Oder greifst du an? Ja. Oh, Fabi, ein bisschen mit Mindgames jetzt auch schon. Setzt den Gegner so ein bisschen unter Druck gerade. Gut, du hast alles gemacht. Gehst Quest oder greifst du an? Mach jetzt. Du bist dran. 2 Questen gegangen, okay. 6 Karten auf der Hand. Gut. Ich aktiviere die Himmelsleuchten. Jetzt kommt die große Cindy wieder. Ich shifte die große Cindy auf die kleine Cindy. Dann habe ich noch 5 weitere, die nutze ich, um einen Robin zu beschwören. Ich packe beschwören, sagt er. Da kommt der Magic-Spieler in ihm raus. Eine Cindy. Gehe mit den Questen 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Boah.
beende ich meinen Zug und du bist... Okay, Smee hat den einen Schaden noch bekommen. Aber das ist natürlich jetzt, ey, bei dem Brett. Darf ich ziehen? So, eins. Er muss ja alles wegkriegen. Er muss das ganze Brett wegkriegen. Ne, machst du? Ja. Okay. 1-1 im Finale. Gehen wir in Game 3, sagt er. Liebe Leute. Eieiei. War krass, dass du in der ersten Runde diese Laternen nicht hattest. Ja. Ja, genau, die hat er jetzt gehabt. Genau, die haben ihm jetzt echt viel rauskommen, die Laterne. Er hat, wie gesagt, zwei kleine so Abfolgefehler gemacht. Dennoch das Ding hier geholt. Also 1-1 im Finale. Wer holt das Best of Three? Sichert sich hier den ersten Preis. Also die Katana Sleeves haben sie beide schon gewonnen. Die Frage ist, wer holt sich das Holy Paket im Finale? So, steht 1-1. Natürlich gucken, ob wir gleich hier den Gewinner uns nochmal reinholen. Also beide Spieler mischen jetzt ihr Deck nochmal anständig durch. Deswegen nochmal für euch dann auch gesagt, wenn ihr Bock habt, mal mitzuspielen. Nächste Runde wird kommen. Anfang November, genaues Datum, werden wir euch noch mitteilen. Und auch da gibt es wieder ein paar Preise zu gewinnen. Anmeldung ist komplett kostenlos. Guckt einfach, wenn ihr auf YouTube guckt, in die Shownotes. Ansonsten kommt auf den Server, auf den Playing Ducks Discord Server. Da wird das Ganze auch nochmal bekannt gegeben. Prost. Und ja, könnt ihr mitspielen. Alles, was ihr braucht, ist eine Webcam. Anmelden. Ihr müsst 18 sein. Das ist Voraussetzung dafür. Und dann könnt ihr mitzocken bei dem Ganzen. Und auf jeden Fall ist das eine lustige Kiste, die viel Spaß macht. Und spannende Matches haben wir heute auf jeden Fall. Ich glaube... Alles ist bis jetzt 2-1 ausgegangen, ne? Ja, wir hatten kein klares 2-0 bis jetzt. Alles mindestens 2-1 ausgegangen. So, die Spieler positionieren gerade hier nochmal ihre... Also hier wird nochmal durchgeschaffelt und so. Man muss eine Webcam haben und 18 sein? Was ist das für eine Plattform? Ja, Shorty, weißt du Bescheid? Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf, dass dieser Satz etwas anders verstanden werden könnte. Meint man. Wo muss ich mich eintragen? Ja. Ihr könnt auch im Disney-Cosplay kommen. Habe ich auch nichts dagegen. So, sorry nochmal dafür. Ich bin ein bisschen erkältet. Aktuell etwas verschmiert, aber... das erste Turnier hier wollte ich natürlich auf keinen Fall absagen, auch wenn ich ein bisschen angeschlagen bin. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber meine Hackfresse, die müsst ihr jetzt eh nicht mehr weitersehen, denn wir gehen rein ins Finale. Wir sind im Mulligan. Gucken wir mal, wie viele neue Karten denn da geholt werden. Ah, da wird mal ordentlich durchgemischt hier. Bei den Kollegen. 3-2-1. 3-2-1, also. 2-1-3, bitte. 2-1-3, dieses Mal andersrum zusammengestellt, das Ganze. Okay. Darfst du gerne beginnen. Ich muss hier auch noch alles auszippen. Sekunde, ups. Resettet nochmal hier auch seine Anzeige. Fabi blendet das auch selber immer für den Gegner noch mit ein. Deswegen ist die Anzeige, die er da oben hat, noch. Das ist dann das, was auch der gute Tobi sieht. Ja, das. So. Und dann Alarm, es geht los! Okay. So. Turn 1. Ink und einen Robin Hood haben wir schon mal. Und für zwei spiele ich. Kommt jetzt schon die Uchi?
Nimmt ihr mir jetzt schon einen Song von der Hand? Zwei spiele ich ein Morph. Oh ne, Morph. Direkt Double Shift Target. Eins und dann bist du. Ziel. Katakado wird in die Tinte. Zwei, eine Himmelsleuchte und du bist. Oh, und dann kommt direkt das Item wieder von Fabi. Dann so, sehen wir den Shift jetzt schon? Ein Morph. Und für 3 Beasts! Beast Shift! Gehe für 3 Questen, bin ich auf 4. Und dann bist du dran. Ja. Morph direkt, also Beast direkt auf Morph. Hat den Double Draw damit in der nächsten Runde? 2. Einer Himmelsleuchte. Ja. Ein Robin geht in die Tinte. Ja. Die wäre noch bei der Himmelsleuchten, spiel ein Picklet und du bist. Und das Schwein. Auf der anderen Seite. Zieh ich 2 Karten. Der Schweinekapitän, meine Freunde. Wie viele Karten hast du auf der Hand? 4. Ja. Dann spiele ich. Guter Start auf jeden Fall für Tobi, muss man sagen. Card Draw. Eine Ursula. Starke Karte liegen. Für 3 eine Ursula. Oh. Für 1. Und die nächste Robin. Robin. Baut sich ein breites Board auf gerade. Und ich gehe für 3 Questen. Bin ich auf 7. Und macht Druck. Der macht richtig Druck. Yoshi kann nächste Runde auch noch jodeln. Ich aktiviere die beiden Himmelsleuchten, spiele für 2 einen Prinz Navin mit Zeus auf deinen Beast. Okay, nimm das Beast direkt raus, Card Draw weg damit, Prinz Navin kommt. Robin rein. Für 1 spiele ich noch eine Cinderella. Du bist. Ja. Sehe ich. So. Ah ne, Moment, er hat 3 Tinten. Cinderella hat wie viel Wins? 3, okay. Navin. Die Navin gerade gespielt dann noch. Einmal. Double Song. Prinzen, also, ne, zweimal gesungen auf deinen Prinzen. Ja. Beides gesungen auf also, Prinzen. Beides auf deinen Prinzen, ja. Genau. Unterlegen und 2 Karten ziehen. Genau, da war 2 ziehen. Die Ursula darf doppelt singen. Ihre Fähigkeit, jeden Song zweimal zu singen. Zweimal 2 Schaden plus 2 Karten ziehen. Wie viele Handkarten hast du? 2, ne? 2. Okay, ja. So, dann werde ich. Meine ist mittlerweile schon weg. Für 3 den Shiften und für 2 spiele ich Ursula und würde gerne deine Handkarten angucken. Oh. Starker Turn von Tobi. Genau. Nimmt ihm das Whole New World raus. Ich noch und dann gehe ich hiermit noch Questen auf 9. Und dann bist du dran. Himmelsleuchte für 3 großer Robin und du bist. Das ist stark jetzt hier. Zieh ich. Dann. Beide haben die großen Robins mal liegen. Aber. Ursula. Tobi ist schon weit in Führung, singt wieder doppelt. Sind 6 Schaden, Robin weg. Boah! Der rasiert hier komplett durch. Für 3 Chromikon und für 3, dann bin ich auf 12. Boah! Und dann bist du dran. Ideale Starthand hier. Songs weggenommen, Robin shiften können, Ursula gehabt. 2 Songs gehabt, die er doppelt singen kann. Ja, das ist durch. Eine richtig, richtig starke Hand gehabt. Richtig, richtig starke Hand gehabt. Und das war jetzt hier radikal durchrasiert mit der Starthand. Wow. Richtig krass, muss ich sagen. Aber ich finde allgemein, diese Kombo von diesen Decks gegeneinander, da kann so viel passieren. Das Deck ist explizit gegen Stisong gebaut. Du nimmst mir halt, du taggst halt alles, was ich, also welche Mechanics ich habe. Aber
Das war das beste Matchup für dich. Ne? Dementsprechend ja. ist ein schweres Matchup für mich rein. Ich rot-blau, wenn Daniel ins Finale gekommen wäre, wäre es, glaube ich, ganz anders geworden. Aber. Ja, dagegen habe ich halt noch nie gespielt. Aber gegen die anderen Farben, gegen die ich bisher gestern gespielt habe, hat es eigentlich auch gut funktioniert. Ja. Außer gegen mich. Definitiv, wenn ich gegen Marcel spiele, da ist ja auch immer meistens 1-1 nur drin. Mhm. Ja. Ja, war auf jeden Fall interessant. Ja. Aber ich dürfte ja auch nie einen schönen Start haben bis jetzt. Da wird sich zum Schluss nochmal beschwert. Wir haben unseren ersten Gewinner. Tobi gewinnt mit einem wunderbaren Emerald Steel Deck. Gewinnt im Finale mit 2-1 gegen Steel Song Deck gegen Fabi. Im dritten Game muss man sagen, konnte eigentlich nichts anderes machen bei dem Card Draw. Also, Gewinner des Holy Packs ist der gute Tobi. Ich werde vielleicht die Tage nochmal eine Deckvorstellung mit ihm oder so machen. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch ein Video raushauen können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt da Spaß drin gehabt an dem Ganzen. Und ja, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein wollt, wie gesagt, guckt in die Kommentare, kommt auf den Discord drauf und dann können wir da noch ein bisschen was starten. Ich will euch gar nicht weiter aufhalten, denn natürlich die Lorcana Challenge läuft. Die läuft noch und wahrscheinlich werdet ihr da Bock drauf haben. Ich guck mal gerade, wer denn sonst noch gerade am Stream ist, wo ich euch sonst hinraiden könnte. Gucke ich gerade einmal nach. Mein eigenes Stream. Ah, okay, ich hau euch einfach direkt zur Lorcana Challenge. Ne? Lorcana EU, ich weiß gar nicht, kann man die raiden? Ich glaube ja. So. Ja, geht. Wunderbar. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit der DLC, mit der Lorcana Challenge. Und Gratulation nochmal an Tobi, an den Gewinner. Und wenn ihr Bock habt, am nächsten Mal mitzumachen, schreibt ein bisschen was in die Kommentare und seid gern dabei. Also, bis dann. Haut rein.